Das ist der Nebelspalter mit dem Markus Somm. Heute ist mein Gast der Robert Neef. Der Robert Neef ist einer, ja, kann man ein bisschen sagen, ich habe vorher gesagt, der letzte Mohikaner. Das wollen wir nicht hören. Andere, ein sehr berühmter Mann, der Václav Klaus, hat gesagt, du bist der letzte Liberale. Zu Recht findest du das nicht gut, aber der Robert Neef ist ganz lang der Chef des Liberalen Instituts in der Schweiz, hat das eigentlich aufgebaut, kann man schon sagen, Geschäftsführer dort gewesen. Und das Liberale Institut ist wirklich einer der wichtigen Thinktanks in der Schweiz, wo die liberale Sache aufrechterhalten. Danke, dass du da bist. Freut mich sehr. Vielleicht fangen wir gerade an mit dem Liberalen Institut. Wie bist du überhaupt in das reingekommen, in das Liberale Institut, wo du eigentlich dein ganzes Leben verbracht hast? Ja, wir haben während dem Studium eine Gruppierung gehabt, die hat geheissen Liberale Studentenschaft. Und das ist hier im selben Klima eine mittlere Gruppierung gewesen. Da hat es den Studentenring gegeben, das sind die Konservativen gewesen. Und auf der anderen Seite die fortschrittlichen Studenten. Und die Liberale Studentenschaft hat probiert, etwas vom Geist der 68er Jahre positiv wahrzunehmen, aber sich nach links abzugrenzen und die Also es ist noch ganze wichtig zu erklären, du hast eigentlich in den 68 hast du an der Universität Ja, erlebt. genau. Hast Jura studiert in Zürich und so hast du die 68er erlebt. Genau, und das ist eine prägende Zeit gewesen, eine sehr bewegte Zeit. Und eben wie gesagt, ich bin nie bei den Fortschrittlichen gewesen, aber eine gewisse Faszination von so Sprüchen wie unter den Talaren, Muff von 100 Jahren und so, der hat schon auch, also wir haben das Gefühl gehabt, es ist berechtigt, dass die jungen Leute sich Gedanken machen über das, was konservativ ist und das, was fortschrittlich ist und das, was liberal ist. Und warum bist du nicht ein Linker geworden dort? Obwohl dich das jetzt eben ein bisschen fasziniert hat, Ja. warum bist du nicht ein Linker geworden? Wahrscheinlich Familientradition und Freundeskreis. Also ich bin bei der Pfadi, ich bin in einer Studentenverbindung, in einer Mittelschule, in der Hochschule nicht. Also in der Hochschule hat es mich irgendwie nicht in dieselbe Richtung gezogen. Eigentlich war nie für mich ein Versuch da gewesen, mich links zu engagieren. Mir hat der Stil nicht gefallen. Aber ich bin an sich ein aufmüpfiger Mensch. Und ich bin ein schwieriger Schüler gewesen. Also an der Schule können sich alle an mich erinnern. Bist du Kantonsschule St. Gallen? Kantonsschule St. Gallen, ja. Okay. Bist du in St. Gallen selber aufgewachsen? Jawohl, ja. Unsere Familie kommt aus dem Appenzellerland und legt sehr viel Wert darauf. Aber es sind Generationen in St. Gallen. Aber man tut sich natürlich nicht einbürgern, wenn man so eine Herkunft hat. Ist wahr. Und ich bin heute noch stolz auf mein sehr sauberes Bürgerrecht, aber die Sprache ist völlig St. Gallisch. Ja, aber ich finde auch, Wappenzell sind ja gut. Heute nicht mehr so, aber grundsätzlich ist ja, eine ja. gute Tradition. Ja, ja. ja. Und ich finde das noch gut, dass in der Schweiz viele Leute irgendwo herkommen und nachher aber an einem anderen Ort sind und dann irgendwie wie zwei, drei. Es aber nicht losbringen, oder? Ja, genau. Und mir hat Zürich immer sehr gut gefallen. Also ich habe ja nachher immer pendelt zwischen St. Gallen und Zürich. Ich finde das sehr wichtig, dass man nicht an einem Ort sich total verwurzelt und dann das verherrlicht, sondern dass man das Problem sieht von der Herkunft und ein bisschen mehr an die Zukunft denkt als an die Herkunft. Aber noch eins, erstens, hast du noch nicht gesagt, warum bist du nicht links geworden? Ich meine, du hast gesagt, ich war aufmüpfig, schwierige Schüler, alle haben davon geredet. Das war normalerweise Garantie gewesen, dass man 1968 eher auf die linke Seite trollet ist. Ja. Warum bist du das nicht? Wahrscheinlich war es der Freundeskreis und die Familie. Nicht Überzeugung, dass du gefunden hast, ja, Marxismus passt mir nicht. Ja, oder ich habe eine Amatura gemacht, ich bin ganz in der Tradition von der klassischen Bildung aufgewachsen, ich habe sehr viel gelesen. Ich habe Lehrer gehabt, die ich geschätzt habe, Lehrer gehabt, die ich überhaupt nicht geschätzt habe. Aber die ganze Verwurzelung im bürgerlichen Milieu hat mich eigentlich eher davon abgehalten. Obwohl ich habe das Gespräch gesucht und ich habe das nicht alles einfach abgelehnt. Mein Vater ist Kinderarzt gewesen, hat politisiert, hat sich nicht eingemischt in meine politischen Sachen. Ich habe zwei Schwestern, die aktiv sind bei den Sozialdemokraten. Und dein Vater ist aber FDP? Ist FDP gewesen. Aber die St. Gallische FDP
hat als Hauptgegner die katholisch-konservativen gehabt. Logisch. Und er hat in vielen Anliegen, zum Beispiel das Einrichten von einem Familienbad, das steht in St. Gallen, hat die Familie noch nicht können gemeinsam baden im katholisch geprägten St. Gallen. Oder dort hat er Zusammenarbeit gesucht mit den Sozi. Weil die haben quasi die kulturliberalen Sachen. Wobei, ich wollte jetzt noch schnell etwas betonen. Also meine Familie kommt ja aus der Ostschweiz. Ja. Viele Leute wissen ja nicht mehr, dass eigentlich St. Gallen, die Stadt St. Gallen reformiert ist. Und der Freisinn ist eigentlich ursprünglich natürlich die starke Partei in der Stadt St. Gallen. Ja. Und auch im Kanton. Also bis zum Ersten Weltkrieg hat der Freisinn gesagt, was läuft in dem Kanton. Und leider haben nachher die katholisch-konservativen das können kehren lassen. Ja. Aber die meisten Leute haben ja das Gefühl, checken das gar nicht. Ja. Also St. Gallen hat 3 Tageszeitungen gehabt, die Volksstimme, das war die Linke von den Arbeitern. Und die Ostschweiz, das war die katholisch-konservative Zeitung. Und das Tagblatt, das war die freisinnige Zeitung. Es hat natürlich niemand alle 3 Zeitungen gehabt, aber die 3 Zeitungen haben auch gegeneinander geschrieben. Das ist noch gut. Und hat gegeneinander geschrieben und sie haben alle ein Profil gehabt. Ja, das ist noch gut. Und hat auch überall profilierte Journalisten gehabt. Der Herbert Lütti, der nachherige Historiker, der hat ursprünglich für die Volksstimme geschrieben. Nein. Und ist nachher zum Tagblatt über. Herbert Lütti, für die Leute, die es nicht wissen, einer der ganz grossen Schweizer Historiker, hat aber auch im Tagblatt geschrieben, hat wahnsinnig interessante Texte geschrieben, in den 40er Jahren im Tagblatt, also geniale Texte, muss ich sagen. Nein, ich habe ihn noch kennengelernt im Alter und ich habe ihn sehr geschätzt. Also, ist eine von der prägenden Figuren gewesen, weil ihn haben wir auch nicht ganz können einordnen nach links und rechts. Er hat zum Teil sehr originelle Ideen gehabt und ich habe ihn sehr geschätzt, er ist in meinem Alter ein bisschen schwieriger zugänglich geworden, hat ein bisschen Altersbeschwerden gehabt. Aber ich habe mich, als ich später bei der Schweizer Monatshilfe war, war er ja im Vorstand gewesen, und ich habe mich immer sehr stolz gewesen, dass ich so einen Gesprächspartner hatte. Ja, sicher. Wäre ich auch stolz. Ja. Aber jetzt habe ich ja den Robert Neff. Ja. Gut. Ja. Nein, aber Robert, du hast studiert in Zürich und beim Baldemol ist das Liberale Institut entstanden. Wie ist das entstanden? Warum bist du in das gegangen? Was war dort das Anliegen gewesen? Es hat schon zu tun gehabt mit der liberalen Studentenschaft. Ja. Ich habe nicht einen ganzen konventionellen Studiengang gehabt. Ich habe im Militärdienst einen schweren Unfall gehabt und das hat mich ein bisschen aus dem Rhythmus rausgeworfen. Und habe nachher Winterdienst gemacht und habe im Dienst der damalige Leiter vom ORL-Institut, den Professor Herr Rothach, kennengelernt. Und der hat mir gesagt, du bist der Mann, den ich brauche. Du musst zu mir jetzt an die ETH. Wir machen jetzt ein Raumplanungsgesetz und wir brauchen Juristen und wir brauchen derjenigen, die das erklären. Ich habe gesagt, aber ich habe noch kein Doktorat. Und er hat gesagt, das macht alles nichts. Komm du zu mir. Aber ich habe gesagt, ich komme nur halbtags. Ich habe gesagt, das ist gleich. Das Liberale in der Raumplanung. Ist ja komisch. Das haben mir viel gesagt. Du hast quasi angefangen an einer Startstelle an der ETH, oder? Ja, noch und, Planung. Und erst noch bei denen, die planen, oder? Ja. Aber ich bin eigentlich dort auch schon immer am liberalen Flügel gewesen. Und ich halte die Tatsache, dass der Staat seine Aufgaben soll planen soll, nicht für falsch. Mhm. Dass er dort sogar seine Macht einschränken soll. Weil dann muss er sagen, was er für Absichten hat. Und ich habe auch heute noch ein gewisses Verständnis für Raumplanung, also für die Trennung von Bauland und Nicht-Bauland. Oder? Ich sehe auch, dass Bauen heute nicht nur einfach das Herstellen von einem Häuschen ist, sondern wer baut, hängt ein Eigentum an einem riesen Netz an, das er nicht betreibt. Darum ist Bauen gleichzeitig Grundstücknutzung und Infrastrukturnutzung. Also ich bin jetzt dran, alle meine alten Aufsätze nochmal anzuschauen und auf Webseite zu tun. Und ich muss eigentlich nichts, auch Sachen, die ich doch geschrieben habe, muss ich nichts irgendwie verheimlichen. Ich bin sogar für die Mehrwertabschöpfung gewesen, weil ich das Gefühl hatte, das Reichwerden am Staat durch Infrastrukturverbesserung ist nicht das, was die Liberale wollen. Und ich hatte das Glück gehabt, dass mein damaliger Chef, der Rothach, recht bald gemerkt hat, dass nur der junge Neff, das lange dem nicht als Ding. Und er hat dann seinen Studienfreund, den Professor Martin Lendi,
ans Institut geholt. Mhm. Und ich bin dann schnell mal Martin Lendi unterstellt gewesen, und das hat eine lebenslängliche gute Freundschaft gegeben. Also ich bin dann nicht der einzige Verantwortliche gewesen für die Entwicklung vom Wohnplanungsgesetz, sondern ich bin eher bei Martin Lendi der gewesen, der ihm immer die Stange gehabt. Er ist eigentlich auch ein Liberaler, aber ich habe ihm immer die Stange gehabt, dass Privateigentum sehr wichtig ist, dass der Boden sehr wichtig ist. Und, aber jetzt bist du eben, jetzt sind wir dem Institut, wie kommst du zum liberalen Institut? Wie, was ist da und passiert? Das war eine Halbtankstelle gewesen, und dann ist um die Gründung, gegangen von so einem Institut und ich war bei denen gewesen, die gesagt haben, es ist unbedingt nötig. Wieso ist es nötig? Sind die Linken so stark dann, oder? Im freien Sinn von der Stadt Zürich war es mal eins gewesen, dass man gesagt hat, das ist nur rein wirtschaftsorientiert und es denkt niemand mehr dran, was die philosophischen Wurzeln sind vom Liberalismus. Da bin ich auch dabei gewesen an dieser Kritik. Also es ist eigentlich aus einer internen Kritik an der eigenen Partei entstanden. Er hat gesagt, es muss ein Ort geben, wo man nicht an die nächsten Wahlen denkt, sondern wo man sich auf die alten und neuen Werte von der Freiheit besinnt. Und dann ist sehr rasch gesagt worden, das kann nicht einfach nur so eine Freizeitorganisation geben. Es braucht da eine feste Geschäftsstelle. Also mindestens einer, der mindestens halbtags an dem arbeitet und auch noch, bestenfalls auch noch ein Sekretariat. Mhm. Und es muss aus der Parteiorganisation ausgegliedert werden. Mhm. Es darf nicht einfach im Parteisekretariat angegliedert werden. Mhm. Und es muss auch Leute haben im Stiftungsrat, wo nicht in der Freisinnigen Partei sind, aber dem Liberalismus nachstehen. Und aus dieser Idee heraus, dann hat man so Leute gesucht, da war der Fred Luchsinger ist dabei gewesen, der damalige damalige Dirigent Edmond Destutz. Die Gruppe hat zwar eigentlich nie getagt miteinander, sondern das war einfach eine Liste von Leuten. Ja. Der Hans Neff, das ist ein Vetter von meinem Vater, den ich sehr bewundert habe als Professor und später als Rektor. Also die sind alle in der Gründungsgruppe. Wer hat denn gezahlt? Hat man da Geld gesucht? Das Geld war eben sehr schwierig gewesen. Es hat ein paar Zusicherungen gegeben, aber das Stiftungskapital war 10'000 Franken gewesen. Und das ist von der FDP, von der Stadt Zürich gestiftet worden. Aber ich muss sagen, es hat innerhalb von dem Stiftungsrat ein paar gegeben, die gesagt hat, ich sichere dir zu, ich gebe jährlich 10'000 Franken. Und jetzt, du warst ja sehr lange in dem Institut, ist eigentlich die Finanzierung einmal ein grosses Problem gewesen? Du hast einmal Mühe gehabt, die Leute dazu zu bringen, dass sie sagen, das ist eine gute Sache? Nein, eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, es ist nicht mein Haupttalent gewesen. Ich habe mich mehr auf die geistigen Sachen gekümmert. Aber das Konzept, und da hat mir der damalige Gründungsquestor sehr geholfen, das war der Hans-Dieter von Tobel, den ich vom Militär kennt habe. Der hat gesagt, du musst nicht ein riesiges Kapital haben. Du musst gute Ideen haben und du musst Geld sammeln, projektbezogen. Du musst sagen, ich habe da ein Projekt, wir machen die Tagung und dann musst du einen Brief anschreiben, die unterschreibe ich mit. Mhm. Und so. Und dann ist auf dem Weg ist projektbezogen, sagen wir jährlich, ich würde sagen, am Anfang so 50.000, 60.000 Franken, denn da hat man ein kleines Gehalt zahlen für den Halbtägler, oder? Mhm. Und in der Zeit hat man dann auch ein Ding. Und das ist dann gewachsen, das ist dann 100.000, 150.000, 200.000, aber immer projektbezogen. Und ich bin da sehr dankbar gewesen, dass ich jemanden hatte, der gewusst hat, wie man Fundraising macht und wo mir natürlich auch die Adresse geliefert hat und gesagt hat. Und sehr geholfen hat mir damals auch der Peter Forschmoser, ein Studienkollege, der aber sehr rasch eine steile akademische Karriere gemacht hat, aber wo mich wirklich sehr freundschaftlich begleitet hat. Aber jetzt hast du das sehr, sehr lange gemacht und es war eigentlich immer die Aufgabe gewesen, den Liberalismus den Leuten näher zu bringen. In einem relativ liberalen Land. Ja. Was würdest du sagen jetzt, wenn du die ganze Zeit überblickst? Haben die Leute mehr Mühe, heute das zu verstehen, was liberal ist? Sind wir schlechter ausgebildet als Liberale, als wo du angefangen hast?
Oder wie ist die Entwicklung? Ja, ich glaube, dass das, was man hier den Sozialstaat, den Wohlfahrtsstaat genannt hat und auch ein bisschen als Filmbild hat, das ist viel mehr heute einfach der Normalfall. Das stellt heute fast niemand mehr in Frage. Also, ich habe noch ganz am Rand erlebt, Diskussion um die AHV, oder? Wo es der damalige Ständerat Brunner vom Kanton Zug geht, der gesagt hat, wir wollen wir wollen das nur für die das wirklich brauchen. Und der ist dann nicht mehr gewählt worden und ist von der Bildfläche verschwunden. Und sagen wir, die Sozialdemokratisierung von der FDP, die ist von den 70er Jahren ist die fast konstant. Also ich würde sagen, die FDP ist heute sozialdemokratische Partei. Semi-sozial. Und warum ist das eigentlich passiert? Das gibt nicht einen Grund, sondern das hängt damit zusammen, dass natürlich auch von der wirtschaftlichen Seite das Bedürfnis da ist, institutionell Geld umzuverteilen und sich damit quasi ein gutes Gewissen zu schaffen. Wir schauen ja für die Armen ist ja gesagt, es gibt die Armen gar nicht mehr und so weiter. Also der Ausbau vom heutigen Wohlfahrtsstaat ist nicht einfach eine Leistung und ein Siegeszug von den Sozialdemokraten, sondern ist vorantrieben worden von einer grossen Gruppe von Leuten, die gesagt hat, jetzt müssen wir etwas machen und man darf die armen Leute nicht im Stich lassen. Das lange nicht einfach zu sagen, wir müssen Machtwirtschaft haben. Findest du das gut, dass man es so sieht? Nein, ich finde das nicht gut. Ich find, warum nicht? Ja. Weil ich finde, man tut die Leute, die man unterstützt mit Geld, die sie nicht dafür arbeiten und nicht denkt, denen tut man keinen Gefallen, sondern man macht sie abhängig. Und man spürt heute die Abhängigkeit bei vielen Leuten, vor allem auch bei Intellektuellen. Also, welches Brot ich esse, das Lied ich singe. Ich hätte lieber, man würde den Leuten noch mehr Gelegenheit geben, aus ihrem eigenen Schaffen heraus auch zu überleben. Und ich finde, man sollte auch einfache Arbeiten, sollte man aufgrund von der Knappheit gut zahlen. Und nicht einfach zu stüb zahlen, dass die Leute, die halt nicht Karriere können machen können, oder? Wo vielleicht auch in der heutigen Zeit Mühe haben, die ganze Elektronik mitbekommen. Ich halte sehr viel auch von einfachen Tätigkeiten, Dienstleistungen, wo der Arbeiter vorher verachtet hat. Dienen ist nicht gut gewesen. Man hat nicht mit einer Maschine bedient. Man hat nicht einem Menschen zugedient, oder? Und heute ist es, und das ist ja endlos, eine Dienstleistungsgesellschaft kommt nie ans Ende. Man kann immer noch besser und noch besser voneinander kommen. Und darum finde ich es nicht gut, wenn man eine ganze Gruppe von Leuten einfach beruhigt, indem man sagt, du musst eigentlich nicht viel machen. Ich bin auch gegen das Grundeinkommen. Ich finde es eine Beleidigung, wenn man den Leuten einfach Geld gibt für nichts tun. Ja, finde ich auch schlecht. Aber sagen wir mal, jetzt, wir haben ein Beispiel jetzt gebracht, der Sozialstaat, der eben stark ausgebaut worden ist seit den 70er Jahren, wo du sagst, die FDP ist eben fast sozialdemokratisch geworden, von der CVP müssen wir gar nicht anfangen zu reden, dort war es noch stärker. Ja, ja. Jetzt gibt es andere Bereiche, wo du findest, nein, die Liberalen haben sich gut gehalten. Gibt es so einen Bereich? Ja, also nein, ich habe also Mühe. Oder ich habe ja seinerzeit, ich meine, ich habe den Slogan erfunden, mehr Freiheit, weniger Staat. Den hast du erfunden? Ja, andere sagen, du hast das PR-Büro in Zürich erfunden. Das ist interessant, jeder wird ihn erfunden. Ja. Und der war ja sehr erfolgreich gewesen. Aber ich kann es noch lokalisieren, in welcher Kommission, dass ich das erste Mal ein Papier... Und mein damaliger Freund, der Rudi Schatz... Ich muss schnell sagen, für die Zuschauer, die das einfach vielleicht nicht mehr so wissen, weniger Freiheit, mehr Staat. Freiheit, weniger Staat, oder? Ist es so oder umgekehrt? Das weiß ich gar nicht. Weniger mehr Staat, Freiheit, weniger Staat. So. Weniger Staat. Genau. Und man hat dann noch ergänzt, mehr Freiheit und Selbstverantwortung. Gut, und das war ein Slogan von der FDP Anfang 80er Jahre, wo einen grossen Erfolg eigentlich hatte, oder? Weil wir reden jetzt noch darüber. Es ist immerhin 40 Jahre her. Gut. Und
Aber man hat es nie gemacht. Oder? Man hat es nur gesagt. Mhm. Man hat es nur gesagt und man hat es nie gemacht. Und es ist nachher eine Ära gekommen von Leuten, die mehr oder weniger deutlich gesagt haben, das war ein guter Slogan, aber es ist nicht im Trend von der Zeit. Es braucht heute eine technische Zivilisation, braucht mehr Staat, eine arbeitsteilige Wirtschaft braucht mehr Staat und so weiter. Sagen wir es nicht zu laut. Sind andere Leute sogar gesagt, es war eine schlechte Idee gewesen. Und ich selber stand heute noch dahinter. Und die Jungfreisinnigen haben das als ihre Kumpfvater da. Und das freut mich natürlich. Und es lange natürlich nicht, oder? Es ist aber eine starke Annäherung an Leute, die ich immer eine gewisse Sympathie hatte. Das sind die Leute, die den Staat massiv verkleinern oder sogar abschaffen. Das sind für mich Gesprächspartner. Ich glaube nicht daran, dass es möglich ist. Aber ich glaube daran, dass man in dieser Richtung weiterdenken muss. Und aber jetzt noch einmal, gibt es etwas, wo die Liberalen sich gut gehalten haben? Du würdest sagen, eigentlich nicht. Warum? Jetzt, du bist jetzt eben, das war eigentlich deine Aufgabe, dass der Liberalismus überlebt. Und er hat nicht. Warum ist es so schwer, den Liberalismus zu verteidigen oder zu erklären den Leuten? Weil wir zwei sind uns einig, oder? Eine liberale Gesellschaft ist sicher eine der grössten Erfolgsgeschichten der Menschheitsgeschichte. Ja. Wir sind in den letzten 200 Jahren sind wir zuerst hier in Europa und jetzt eigentlich auf der ganzen Welt unglaublich reich geworden und frei wegen dem Liberalismus. Warum kann man das den Leuten nicht besser erklären? Ja, es gibt einfach den Hang von den Leuten, sich als hilfreich gegenüber Dritten zu benehmen. Oder? Das ist an sich im mitmenschlichen Bereich ganz gute Eigenschaft. Aber Hilfe ist auch etwas Ambivalenz. Wenn man jemandem dauernd hilft, dann macht man den von sich abhängig. Und ich bin jemand, der im privaten Bereich, das wissen die Leute, die mich kennen, sehr vielen Leuten geholfen hat. Mhm. Aber ich bin eigentlich dagegen, dass eine Institution wie der Staat sagt, wir müssen einem Grossteil der Leute helfen. Mhm. Und damit ist der Preis, dass ein Grossteil der Leute von uns abhängig wird. Mhm. Und die Abhängigkeit, die ist teurer gekauft und die führt nachher dazu, dass die Leute, eben wie das Brot, ich esse, das liebig sind. Die trauen sich dann gar nicht mehr gegen die Geldquellen, die ihnen erschlossen ist, irgendwie aufzumucken. Und das hat Auswirkungen bis in sogenannten Stadt-Land-Konflikt. Ich habe ja gesagt, in der Stadt wohnen sehr viele Leute, wo entweder vom Staat arbeiten oder vom Staat abhängig sind. Sei es, dass es neu in der Ausbildung sind, sei es, dass es Rentner sind und so weiter. Und die Abhängigkeit, die spürt man. Und es hat natürlich auch etwas Angenehmes. Es tut die Leute entlasten, wenn sie nicht dauernd denken müssen, wem müsste ich jetzt noch helfen. Und es gibt ein ganz interessantes Essay von Oscar Wilde, den ich sehr schätze, wo sich aber selber als Sozialist bezeichnet hat. Mhm. Aber man weiß beim Oscar Wilde nie, was ist noch satirisch ist. Was ist ironisch oder nicht. Und sein Essay über Sozialismus sagt, es ist doch sehr viel angenehmer, wenn ich davon ausgehe, es gibt einen Staat und der sorgt für die armen Leute, dann muss ich nicht dauernd wieder überlegen, wem muss ich jetzt helfen. Oder? Dann kann ich endlich ein Schriftsteller sein, ein Dandy und so weiter und kann sagen, das ist abgehakt, die Caritas ist abgehakt, das macht jetzt der Staat, das ist delegiert. Ich behaupte, in dem Essen ist auch ein bisschen Selbstironie drin. Aber das ist etwas sehr stark Spürbares, dass die Leute sagen, es kann nicht mehr unsere Aufgabe sein, herauszufinden, wer etwas nötig hat, sondern für da ist der Staat da. Ja, wir wollen auch Ruhe. Ja, wobei man muss zugeben, früher hat das einfach Kieler gemacht. Oder? Früher hat man es natürlich auch delegiert. Ja, man hat einfach gesagt, ja, soll Kieler sich um das kümmern. Oder? Ja, und das hat Kieler dann eigentlich auch gemacht und Kieler hat dann auch geholfen und dafür hat man eigentlich auch den Kielern ein bisschen Geld gegeben. Oder? Ja, also auch die reichen Leute haben dann im Prinzip ihr schlechtes Gewissen auch ein bisschen entlasten damit. Aber was mich gleich immer wieder
erstaunt. Oder? Liberalismus heisst ja eben mal zuerst Freiheit. Und Freiheit ist ja so etwas unendlich Positives. Und alle Leute wollen eigentlich frei sein. Und trotzdem ist es so schwierig geworden, die Leute sagen, ja, Freiheit ist doch etwas Gutes. Wieso wollen ihr jetzt die Vorschrift? Wieso wollen ihr die Regulierung? Wieso wollen ihr so einen grossen Staat? Ja. Wieso? Wieso ist es so schwierig, das den Leuten zu erklären? Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob die Leute wirklich zu allerletztem im Vordergrund frei sind. Die Leute wollen sicher sein. Bist du sicher? Ich nicht. Aber ich stelle fest, dass schon auch der Freiheitsdrang und auch der Preis für die Freiheit, ich sage dem auch Dissidenz, oder Freiheit bedeutet auch, dass man manchmal anders ist als andere. Mhm. Oder? Mhm. Und die Freiheit bedeutet auch ein Ja zur Vielfalt, auch zur ökonomischen Vielfalt. Dann muss man halt damit leben, dass es Leute gibt, die reich sind. Mhm. Und dass es Leute gibt, ich habe zum Glück nie zu dieser Gruppe gehört, die sich muss verteidigen muss, weil er ein paar Millionen hat. Mhm. Aber ich habe die Leute immer verteidigen. Mhm. Das ist genau die Störung der Gesellschaft. Mhm. Die braucht es, die investieren. Und die Überwindung vom Neid ist etwas unglaublich Wichtiges. Aber ich glaube, dass der Neid eben gleich omnipräsent ist. Also ich selber bezeichne mich als relativ wenig neidisch. Aber ich stelle fest, Neid spielt eine grosse Rolle. Das glaube ich auch, dass Neid eine grosse Rolle spielt. Aber einfach, wenn du so historisch jetzt überlegst, du hast zu Recht gesagt, und ich glaube, du hast vollkommen recht, in den 70er Jahren haben die Bürgerlichen in der Schweiz angefangen, den Sozialstaat auch massiv auszubauen, weil sie gefunden haben, eben, wir können uns das leisten, und das ist jetzt der Lauf der Zeit. Ausgerechnet in einer Zeit, wo eigentlich keine Armut mehr da war in der Schweiz. Also es wäre ja verständlich gewesen, wenn es 1920 gefunden hätte, jetzt müssen wir den Sozialstaat massiv ausbauen, weil es den Leuten teilweise wirklich nicht gut gegangen ist. Es hat arme Leute in der Schweiz in den 20er Jahren, obwohl die Schweiz damals schon eines der reichsten Länder war der Welt. Aber ich muss auch sagen, ich finde das fast dekadent, dass man in den 70er Jahren, wo es uns schon so gut gegangen ist, den Sozialstaat noch ausbauen, auf eine Art, die eben in dem Sinn nicht nötig ist. Und deshalb habe ich auch mal das Gefühl, ja, du hast es vorher ein bisschen erwähnt, das ist natürlich eine Entlastung, wenn man das einfach den anderen übergeben kann. Es ist eben ein bisschen Dekadenz, oder? Man sagt, ja, das ist ja gut. Aber letztlich habe ich auch mal das Gefühl, die haben wie völlig das Gespür verloren, dass man für das muss kämpfen, für die Freiheit und für die liberale Gesellschaft. Das ist so, in den 70er Jahren sind die Bürgerlichen so stark gewesen, dass sie das Gefühl hatten, ja, wir können da schon den Linken noch ein bisschen Futter geben und so, wir sind ja grosszügig und so. Ich habe wie so das Gefühl, dass die Prinzipienlosigkeit, die hat schaurig eingerissen, dann in den 70er Jahren. Ja, ich will jetzt nicht auf die Suche nach Schuldigen gehen, aber ich glaube, dass das immer stärker werden vom Umverteilungsstaat, wo immer mehr Leute abhängig macht, ist nicht allein getragen worden von sozialistischen Ideologen. Sie sind ja nie die Mehrheit gehabt, natürlich. Also es gibt offenbar auch ökonomische Mechanismen und die hängen damit zusammen, dass man natürlich durch die Umverteilung eine riesige Anheizung vom Konsum macht. Mhm. Da kommen die Leute zu Geld, die das Geld nicht hätten können verdienen. Ich hätte lieber die Leute hätten das Geld können verdienen, als dass man es ihnen einfach gibt. Mhm. Aber der, der natürlich Konsumgüter verkauft, Massenkonsumgüter, der Reisen verkauft, der Auto verkauft, dem ist das gleich, woher die Leute das Geld haben. Dem ist es wichtig, dass das konsumiert wird. Und die Konsumgesellschaft hängt damit zusammen, dass man sagt, irgendwie muss man den Leuten die Mittel geben, die sie nachher bei uns kaufen können. Und wir leben nachher gut davon, dass sie das bei uns kaufen. Ob ich dann nachher wieder etwas abgeben muss, damit in den Kreislauf wieder, damit wieder geht. Und das hat wunderbar funktioniert. Oder? Der Massenkonsum ist durch die Umverteilung in Schwung gekommen. Ich hätte lieber gehabt, den Massenkonsum werden. Der Massenkonsum natürlich früher noch eben angefangen hat mit den 50er, 60er Jahren mit dem Wirtschaftswunder, wo es den Leuten einfach immer besser gegangen ist. Oder? Ja. Ich glaube, man hätte jetzt den Sozialstaat gar nicht gebraucht, um den Massenkonsum noch zu vergrössern. Der war schon gross gewesen. Ich glaube, also persönlich habe ich jetzt, ich sehe dort
auch die Anreize, ja, ja, oder? Das ist logisch. Dass also die Wirtschaft gefunden hat, das ist nicht so schlimm. Aber nötig wäre es ja gar nicht gewesen. Sondern es ist ja, wir können das Rad nicht zurückdrüllen. Nein, wir können es nicht. Aber wenn wir schon beim Rad zurückdrüllen sind, vielleicht noch, ich meine, du bist schon lange auf dieser Welt. Ja. Du kennst die Schweiz sehr gut, hast dich immer für die Schweizer Politik interessiert, natürlich auch für die Geschichte. Wie hat sich jetzt das Land in dieser langen Zeit verändert? Hat es sich zum Guten verändert, zum Schlechten verändert? Ja. Wie ist so ein bisschen deine Bilanz? Ja, ich habe viel dürfen Vorträge halten im Ausland. Mhm. Und bin immer darauf angesprochen, warum geht es auch so gut. Oder? Mhm. Und ich habe natürlich einmal als Liberaler gesagt, das will man relativ einen freien Arbeitsmarkt haben, weil man relativ im Vergleich zu anderen. Oder? Habe ich einmal einen guten Freund von mir zitiert, der gesagt hat, we go very slowly in the wrong direction. Mhm. Das ist eine von unseren Trumpfkarten. Und die Differenz, dass man ein bisschen langsamer die ist sehr wichtig. Aber vor allem in Asien, nach meinen Vorträgen, sind es einmal Fragen gegeben, oder? Und die Frage, die fast regelmäßig gekommen ist, oder? Please tell us the secret of your success. Mhm. Oder die Asiaten, die wollen Erfolg, oder? Mhm. Und die sagen, das ist jetzt ein kleines Land, oder? Wo kein Rohstoff und nichts hat. Warum ist jetzt das so erfolgreich, oder? Und dann habe ich einmal gesagt, das liegt auch in der Geschichte. Wir haben zum Teil auch Glück gehabt. Es ist nicht nur Eigenleistung. Und ich habe dann, das ist eines von meinen Traktanten, ein Büchlein zu schreiben, The Secrets of Our Success. Oder? Ja, hast du noch nicht geschrieben? Vielleicht schreibe ich es noch. Aber, müsstest du also schon noch schreiben? Ja. Also, ich habe in Essay und in Artikel nichts gemacht. Ich habe 14 Punkte herausgefunden. Aber du hast eben gesagt, Glück, und jetzt sagen wir mal die 14 Punkte. Was sind denn was sind die Erfolgsrezepte? Ja, es ist überlappende Minderheiten. Mhm. Es ist Vielfalt. Also überlappende Minderheiten, ja, also, meinst, Konfession und Sprache. Also. Genau, Konfession und Sprache. Es ist ganz wichtig, dass es reformierte französischsprachige gibt und katholisch französische Sprachige. Es hat immer auf der anderen Seite noch jemand, der zwar anders redet, aber ähnlich. Das ist unglaublich wichtig. Und dann ist der föderalistische Staatsaufbau, oder? Dass man kleine Gruppen hat, wo mehr Zimmer haben. Und ich habe immer gesagt, eigentlich eine grosse patriotische gegenseitige Liebe gibt es in der Schweiz nicht. Wir akzeptieren einander, wir machen Geschäft miteinander, aber es ist nicht, also vor allem die Welschen lieben eigentlich die Deutschschweizer nicht. Mhm. Und die Deutschschweizer eigentlich auch nicht, die Tessiner lieben alle. Aber dort unten haben sie wahrscheinlich auch ihre Vorlieben oder nicht. Aber das ist ganz wichtig, dass man zusammen lebt, zusammen schafft, ohne dass man ein übertriebenes Zusammengehörigkeitsgefühl muss pflegen. Ja. Sondern dass man sogar die Verschiedenheit erlebt. Mhm. Und dann ganz wichtig ist Intermarriage. Wir haben sehr viele Ehen aus verschiedenen Gegenden. Wir haben auch viele Ehen zwischen Schweizer und Schweizerinnen und Ausländern. Das ist außerordentlich wichtig. Das tut das Verständnis gegenseitig wecken und ist quasi das Experiment vom Zusammengehören im ganz kleinen Bereich. Mhm. Etwas Wichtiges ist ökonomisch, dass wir, ich sage jetzt, einen relativ freien Arbeitsmarkt haben. Wir können in der Schweiz noch Kündigung aussprechen. Oder? Und einen relativ freien Mietmarkt, wobei der wäre mehr reguliert, als er wirklich ist. Oder? Also die Mietrealität ist liberaler als das Mietrecht in der Schweiz. Das ist ja gut. Ich glaube, 75% der Mieter zufrieden sind. Mhm. Weil offenbar, man redet miteinander. Ich finde Miete auch nicht schlecht. Der Vertrag ist der Charme vom Eigentum. Oder? Ja, das Eigentum brauchst du, damit kannst du Verträge machen. Aber das Eigentum selber ist eigentlich, wenn du keinen Vertrag schliessen kannst, ist es nicht das, was der Mensch macht. Oder? Ja. Und
Ja. Gut, wir müssen jetzt nicht alle 14 durchgehen, aber wenn wir jetzt sagen, weißt du, wenn wir jetzt noch einmal historisch schauen, wo würdest du sagen, ist die Schweiz jetzt am meisten ein bisschen von dem Pfad der Tugend abgekommen? Was macht dir am meisten Sorgen, wenn du jetzt die Schweiz heute anschaust? Ja. Ja, eins von der ganz schwierige Sache ist die zunehmende Professionalisierung von der Politik. Also man tun das Milizprinzip, eins von den ganz wichtigen Erfolgsgeheimnissen ist, dass die Leute gleichzeitig Politiker, Politikerinnen, berufstätig, Familienleute und so weiter, dass das in der gleichen Person hinein. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Es darf keine Kaste geben, die nur von der Politik lebt. Aber warum? Man könnte sagen, das ist doch gut, die kennen sich aus, die wissen, wie man gute Gesetze macht. Oder? Politik ist der Umgang mit Macht und der Umgang auch mit Zwang. Und unter dem muss man ein bisschen leiden. Und Leute, die zu viel Freude bekommen an dem, die werden... Aber du würdest sagen, ein Berufspolitiker, der hat ein bisschen weniger Mühe, Zwang auszuüben, Gesetze zu machen, weil Gesetze ja meistens Zwang ausüben. Würdest du das sagen? Ja, also ein Berufspolitiker hat mehr Mühe mit meinem Satz weniger Staat, weil wenn es weniger Staat gibt, braucht es auch weniger Politik. Und dann braucht es weniger von dem, was weniger quasi... Und auch weniger Politiker. Ja. Und ich habe nichts gegen... Also es ist der viel... Beck, wenn der Beck würde jetzt auch nie sagen... Wir brauchen weniger Brot, oder? Ja. Und, ja. Ich habe viele Freunde unter Politiker, aber ich bin selber nie weder in Versuchung gekommen, noch dass mir das... man hat mich auch nie gefragt. Ich wäre nicht Du hättest aber wirklich gelitten unter dem Zwang. Nein, das finde ich eine schöne Formulierung. Deshalb würde ich gerne darauf eingehen. Du meinst, der Milizpolitiker, der hat ein bisschen mehr Hemmungen. Ja. Den Zwang anzuwenden oder den Staat auszudehnen. Ja. Wieso hat er mehr Hemmungen? Ja, er erlebt, dass er natürlich dadurch, dass er zwar Demokratie auf seiner Seite hat, aber jeder Politiker erlebt auch, dass er zwar eine Mehrheit in seiner Partei oder eine Mehrheit auf seiner Seite hat, aber erlebt auch, dass es Minderheiten gibt, wo andere Auffassung sind. Und von mir gesehen ist das ganz wichtig. Aber das erlebt der Berufspolitiker auch. Ja. Aber weißt du, nein, du hast gesagt, und das finde ich noch gesagt, das ist eine schöne Formulierung. Eben, warum ist der Berufspolitiker nicht gut? Einerseits kostet, das sehe ich auch. Ja. Aber warum ist er sonst noch so schlecht? Ich meine, die meisten Länder haben Berufspolitiker und zum, würde ich jetzt sogar behaupten, schon viel länger als mehr. Ja. Und so schlimm geht es jetzt auch wieder nicht. Ja, dass es immer mehr, dass also Berufspolitiker, die machen dann eben ihren Beruf zum Lebensinhalt. Und das hat sehr tiefe Wurzeln. Das hat Wurzeln bis in die Antike hinein, wo der Aristoteles den Mensch als das den politische Wesen, also Homo, der Mensch ist definiert als das Wesen, das politisiert. Jetzt muss man aber schauen, dass die alten Griechen haben ja nicht geschaffen. Die haben nur philosophiert und dann geredet. Geschaffen haben Sklaven und Frauen. Der Berufsmann hat sogar Panausos geheißen. Also von da an hat eigentlich die Meinung, es sei eine besonders vornehme Aufgabe, den anderen zu sagen, wo es lang geht und die anderen zu führen und so weiter, hat das nie mehr aufgehört. Und ich halte sehr viel von unserem pädagogischer Heiliger von Pestalozzi, aber nicht wegen seiner Pädagogik, sondern weil er die Verbindung von Kopf, Herz und Hand praktiziert hat und schon lange vor Marx auch gesagt hat, der Mensch ist gleichzeitig ein ökonomisches Wesen, er ist gleichzeitig ein politisches Wesen und gleichzeitig, und das ist in Pestalozzis Terminologie, ist er ein Kind Gottes. Für mich ist Kind noch wichtig. Also ein Kind, das ist Dissident, das ist lernfähig, ist neugierig und so weiter. Gwunderig, ein wunderbares Wort, gwunderig, oder?
Und damit, dass einer gleichzeitig immer in der ökonomischen Sphäre und in der politischen Sphäre, aber auch in der metaphysischen Sphäre aktiv sein sollte, darf keiner die ganze Sphäre für sich zum Lebensinhalt machen. Ich finde eben auch, der rein ökonomisch Tätige sollte ein bisschen teilnehmen an der Politik. Und ich bin auch ein überzeugter Vertreter vom Milizprinzip in der Armee. Da werde ich von meinen amerikanischen liberalen Freunden immer angezündet und gesagt, was du bist, das ist etwas ganz Schlimmes. Ich glaube, ein Problem von Berufspolitikern ist auch, dass sich langfristig das immer reibt mit der Demokratie. Weil du letztlich als Berufspolitiker, du hast es gut gesagt, oder? Der Staat ist eigentlich dein Feld. Das ist wie dein Unternehmen. Ja. Das ist dein Unternehmen. Ja. Und es ist eigentlich auf eine Art, wenn man vom Unternehmen her denkt, auch der Unternehmer oder Manager hat nicht gern, wenn irgendwie seine Kunden darüber reden. Ja. Oder immer sagen, du musst jetzt etwas anderes verkaufen, was du nicht willst. Sondern sie finden, ja, ich bin da der Herr im Haus. Ja, ja. Und ich glaube auch, wenn der Politiker eben praktisch den Staat zu seinem Feld macht, wo er der Profi ist, dann hat er gar nicht so wahnsinnig das Interesse an Demokratie. Das sieht man meiner Meinung nach jetzt überall im Westen. Ja. Oder du siehst es in Amerika, hast es ganz deutlich gesehen, du siehst es in der EU stark. Du hast auch so eine professionelle politische Elite, die eigentlich findet, lasst uns in Ruhe. Wir schauen für euch. Ja. Wir machen es für euch. Ja. Lasst uns in Ruhe. Ja. Und das geht eben eigentlich nicht in der Demokratie. Ja. Das geht im Feudalismus gut, das geht in der absolutistischen Monarchie gut, aber es geht eben eigentlich in der Demokratie nicht. Du hast immer die Spannung zwischen der politischen Elite, die eben in Ruhe gelassen werden und der Demokratie, die sagt, jeder hat etwas zu sagen. Also das ist tief in der Geschichte. Wir haben das, im ganzen Mittelalter hat es ja die drei Ständelehrer, den Nährstand, die haben dafür gesorgt, dass sind die Handwerker, die Bauern, aber auch die Händler und so, die haben dafür gesorgt, dass wir ernährt werden, oder? Dann hat es den Wehrstand gegeben, das ist der Adel, oder? Der hat dafür gesorgt, dass Ordnung ist, oder? Und so. Und dann hat es den Lehrstand gegeben, das ist der Klerus, oder? Die haben nichts anderes gemacht, als den Leuten gesagt, was gut ist und was böse ist und wie sie sich müssen verhalten und so weiter. Und die Schweiz hat das nie ganz mitgemacht. Bei uns war der Nährstand immer auch schon ein bisschen Wehrstand. Die Bauern haben Waffen gehabt. Das war etwas ganz Schlimmes damals. Oder? Und der Klerus hat du bist ja Historiker, glaube ich. Der Klerus hat in der Schweiz nie eine dominierende Rolle gespielt. Und dann ist dazu gekommen, dass der Klerus natürlich aus dem Adel gestammt ist. Das sind die gleichen Leute gewesen. Das ist wichtig, genau. Und das ist für den ganzen Marxismus wäre nicht nötig gewesen, wenn es nicht die Spaltung gäbe von der Gesellschaft, dass die einen geschafft haben, und die anderen gesagt haben, was lang geht, und die Dritte gesagt haben, und wir schauen, dass es geht. Jeder muss im Nährstand sein, jeder muss im Wehrstand sein. Und von mir aus muss auch jeder irgendwelche metaphysischen und spirituellen Gedanken haben. Die können auch kritisch sein. Es kann auch jemand das voll kritisieren. Aber die drei Stände, die müssen in jedem Mensch vorhanden sein. Und jemand, der sagt, ich bin nur da, der macht etwas Gefährliches. Ich halte auch Politik für notwendig, aber ich halte sie für ein notwendiges Übel. Und wenn einer natürlich ein Übel zum Beruf macht, dann kommt es nicht gut. Ja. Ja, es ist noch ein anderer Gedanke, der mir jetzt gekommen ist, nach dem, was du erzählt hast, den ich sehr gut finde. Im Mittelalter hast du eben im Prinzip den Klerus und die Aristokratie. Die haben nichts beigetragen zur Wertschöpfung. Nein. Und ich glaube, es ist immer gefährlich, Eliten, die nichts zu tun haben mit der Wertschöpfung, ist immer ein bisschen gefährlich. Weil eben, jede Elite wird sehr schnell dazu verführt, Schlössli bauen, dann auf dem Schlössli leben und ist bequem. Heute, glaube ich, haben wir wieder eine ähnliche Tendenz, dass die Eliten sich vor allem die Erben wegziehen von der Wertschöpfung. Sie machen nichts mehr, sie wollen jetzt die Welt retten, sie wollen das Klima retten, sie wollen nicht mehr in der Wertschöpfung tätig sein. Oder wie viel, das kennst du auch genauso, wie viele Kinder von Supermanager, von Superunternehmer, von Superhandwerker, von Supergewerbler werden links und ziehen sich auch völlig aus der Wertschöpfung zurück und machen irgendetwas. Weil an der Wertschöpfung teilnehmen ist immer ein bisschen mehr Arbeit, das ist ein bisschen mühsam. Und ich glaube, eine der grössten Leistungen des Kapitalismus war ja, dass er eigentlich mit den Unternehmern
eine neue Elite angebracht hat, die immer an der Wertschöpfung teilgenommen hat. Ja. Ich meine, wir reden jetzt hier Schweizerdeutsch und die Schweizer haben ein herausragendes Wort für Arbeit. Wir sagen «schaffen». Und ich finde, «schaffen» ist etwas ganz Wichtiges im Leben. Oder? Und «schaffen» ist nicht ein Fluch. Auf Französisch heisst es «travail». Travail kommt von Trepalium, das ist ein Folterinstrument. Oder? Also, gar nicht gewusst, ja, das ist super. Und ich finde, die Schweizer haben mit, und die Schwaben auch, oder? Also schaffen, Häusle bauen und so weiter. Schaffen ist tatsächlich etwas Entscheidendes im Leben. Oder? Und ich finde es darum auch, also, dass man mit 65 soll aufhören zu arbeiten, habe ich nie ganz begriffen. Und ich finde auch, aber ich habe es nicht praktiziert, aber ich höre langfristig, finde ich, wir fangen Sport an zu arbeiten. Mensch. Das ist unsere Kinderarbeit. Ja, nicht gar Kinderarbeit, aber der zweite Bildungsweg, ja, zweite Bildungsweg ist wahrscheinlich mehr Zukunft, als dass jemand muss 25 oder 26 werden muss, bis er überhaupt das erste Mal einen Lohn einbringt. Ja. Ich glaube immer, wenn man zu weit weggeht von der Wertschöpfung, vor allem die intelligenten, fähigen Leute, für die ist das Gift. Also ich denke immer an die Aristokratie früher, der Adel. Das sind ja schon fähige Leute gewesen, sonst wären sie ja nicht Adel geworden. Du hast ja schon gewisse Fähigkeiten. Ja. Aber was haben die? Die haben nachher, also meine fast 500 Jahre, hat der Adel praktisch nichts mehr gebracht. Oder früher, am Anfang kann man sagen, gut, die haben wenigstens die Mongolen abgewehrt und haben die Muslime abgewehrt, die haben noch etwas gemacht im Militär. Aber nachher haben die Adel praktisch nichts mehr gemacht, sondern einfach eben Schlösschen verfaulen. Nein, die Aufhebung von der Ständegesellschaft, die ja in der Französischen Revolution angefangen hat, aber wo nachher eines der Haupttraktanten war, auch von Marx, das ist etwas ganz Wichtiges. Aber man hätte das nicht auf blutigem Weg können machen, sondern wenn man genau gelesen hat, was der Pestalozzi gemeint hat, hat man einfach gesagt, es sind drei gleichwertige Funktionen von allen Menschen, oder? Und die müssen vermengt und vermischt werden. Der eine macht da, und es ist auch nicht in jeder Lebensphase gleich, oder? Eigentlich sollte in jeder Lebensphase Ökonomie dabei sein, in jeder Lebensphase sollte ein bisschen, also die Mittlerphase hat ja nicht die politische, die Mittler ist die bürgerliche. Im Bürgerlichen tut man Verträge schliessen, man tut miteinander aushandeln und so weiter. Und die oberste Phase von der Pyramide ist man Kind Gottes. Und da ist man frei, da tut man sich selber verwirklichen, da ist man vielleicht auch Dissident oder kreativ und so weiter. Und die drei Sachen gehören zu jedem Mensch. Und ich habe Mühe, wenn einer sagt, ich spezialisiere mich jetzt nur auf das und ich tue das Leben lang den anderen Leuten sagen, wie viel das man zahlen und wie viel das man tun. Oder? Wobei, finde ich gleich, Kind Gottes ist ein gutes Stichwort, um unser Gespräch auch zu beenden. Ich finde, du bist in dem Sinn schon ein Kind Gottes. Oder? Du hast eigentlich immer die drei Sachen können ein bisschen verbinden. Du hast müssen schauen, dass das Institut irgendwie Finanzen hat. Du bist in dem Sinn auch immer angewiesen gewesen. Du hast immer müssen Geld suchen. Ja. Politisch hast du dich sowieso betätigt. Und Kind Gottes bist bis am Schluss geblieben, nämlich immer noch ein Dissidenten. Ja. Jetzt gehst du gegen 80. Ja. Du hast vorher gesagt, 65 ist dir zu früh gewesen. Ich finde auch jetzt noch, es gibt keine Pensionierungsgrenze für den Robert Neff. Der Robert Neff soll noch mal 100 Jahre den Liberalismus müssen bearbeiten. In dem Sinn, danke vielmals, Robert, für das sehr interessante Gespräch. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute und noch ein paar gute Bücher. Also ich warte immer noch auf das Buch vom Erfolgsgeheimnis in der Schweiz. Am besten Englisch, damit alle Leute lesen auf der ganzen Welt. Und in dem Sinn, Also vielleicht, ich bin ja eigentlich gegen Adjektiv beim Liberalismus. Mhm. Aber bei der Dissidenz tue ich gerne ein Adjektiv davor. Man muss nicht einfach nur Dissident sein, sondern man muss kreativ Dissident sein. Man muss eben etwas schaffen. Darum lege ich so Wert auf das Wort schaffen und auf das Wort Gewunder. Weil im Wort Gewunder ist auch das Wunder drin. Es passieren ein Haufen Wunder. Und die Schweiz ist auch eine Art Wunder. Absolut. Das würde ich sofort unterschreiben. Die Schweiz ist ein Wunder.
Gewunder finde ich auch sehr gut und danke vielmals für euren Gewunder, dass ihr da mitgelassen habt über den neuesten Stand vom Liberalismus, der natürlich nochmal 300 Jahre weitergeht. Danke Robert Neff, merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Das war der Markus Somm auf dem Nebelspalter. Danke.